Herzlich willkommen bei der dritten Folge von 5 Fakten für den Hinterkopf. 5 Fakten für den Hinterkopf. Hinterkopf. Fakt 1. Königliche Brauschau. Bereits im 16. Jahrhundert fand die Düsseldorfer Rheinkirmes statt. Anlass genug für den damaligen englischen König Heinrich VIII., seine künftige Ehefrau Anna von Kleve auf der gerade stattfindenden Kirmes von seinen Brautwerbern in Augenschein nehmen zu lassen, bevor diese sich auf ins englische Königreich machte, um die Ehe zu schließen. Fakt 2. Von rechts nach links. Jeder, der schon mal die Düsseldorfer Rheinkirmes besucht hat, weiß, dass man von hier aus die Düsseldorfer Skyline sehen kann. Denn die Kirmes befindet sich auf der anderen Seite des Rheins, der Schelsitt. Doch erst seit 1901 findet die Rheinkirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen statt. Davor feierte man das damals natürlich noch kleinere Fest im Düsseldorfer Hofgarten, auf der anderen Rheinseite. Erst durch den Bau der Oberkasseler Brücke war der Weg für die Schausteller frei und die Stadt entschied sich, das Volksfest zu verlegen. Fakt 3. Das Parkchaos. Wer einmal versucht hat, die Anreise zur Rheinkirmes mit dem Auto zu bewältigen, weiß, es ist quasi nicht möglich. Das war nicht immer so. Bis 1989 konnte man auf den Rheinwiesen direkt neben der Kirmes parken. Fakt 4. Prominenz im Ring. Eine der letzten Boxbuden Deutschlands gehört seit 2000 zur Düsseldorfer Rheinkirmes wie die Mayo zur Pommes. Dass der Besitzer Charlie Schulz aber mal als großes Boxtalent galt, wissen nur wenige. Im Jahr 1979 boxte Schulz sogar in Berlin im Vorprogramm von Muhammad Ali. Ali soll ihn damals in der Kabine getroffen und gesagt haben: "Du bist ein großer Boxer, aber der Bart muss ab." Ein Ratschlag, den Schulz trotz allen Respekts allerdings nicht beherzigte. Der Bart blieb noch viele Jahre an Ort und Stelle. Fakt 5. Bye-bye Wasserbahn. Dieser Fakt ist zugegeben ein ziemlich trauriger Fakt. Von nun an wird sie fehlen. Die große Wildwasserbahn, die seit über 35 Jahren ein fester Bestandteil der Rheinkirmes war. Genau genommen waren es 3 verschiedene Modelle. Die Wildwasser 1 vor 35 Jahren, die 10 Jahre später durch die Wildwasser 2 und weitere 5 Jahre später durch die größte und letzte Bahn, die Wildwasser 3, abgelöst wurde. Doch nun ist Schluss. Sie hat bereits einen festen Stehplatz in einem Freizeitpark gefunden. Mit diesem letzten Fakt sagen wir also auf Wiedersehen Wildwasser 3. Bye bye Wasserbahn. Maret Jod. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr noch viele weitere Folgen sehen wollt, dann abonniert doch am besten unseren Channel. So könnt ihr sicher sein, dass ihr nie eine Folge verpassen werdet. Bis zum nächsten Mal bei 5 Fakten für den Hinterkopf.